Es ist wieder die schönste Zeit im Jahr und die sollte man nicht plätzchenmampfend auf der Couch vergeuden. Ich nehme euch mit in meine Heimat, den Harz, und habe 5 Tipps für euch, die sogar Weihnachtsmuffel in Adventsstimmung bringen. Prost! Prost! Ich bin Madeleine und ich bin unterwegs für Hinreisend. Ich bastle Deko mit euch, die sonst definitiv keiner hat. Es ist schon sehr heiß, ne? Drehen, drehen, drehen. Ah. Und versuchen sie mal ein bisschen reinzublasen. Wir erleben besinnliche Momente. Und nicht ganz so besinnliche Momente. Wie weit muss ich denn? Ich sehe das gar nicht von hier. Ja, noch ein bisschen ist. Echt? Und wir öffnen Türen, die sonst verschlossen sind. Aber ist das normal, dass bei Ihnen sogar eine Schlange ist? Füll mal die Schlange. Los geht's mit Tipp Nummer 1. Der erste Tipp ist ganz nach meinem Geschmack. Es geht auf Schlemmertour über den Weihnachtsmarkt in Wernigerode, meiner Heimatstadt. Hier habe ich früher schon mein ganzes Taschengeld auf den Kopf gehauen. Und heute wird es wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Das muss ich meiner Begleitung noch irgendwie schon beibringen. Ich habe mich mit meiner Schulfreundin Annette verabredet. Sie ist die perfekte Begleitung, denn bei ihr ist das ganze Jahr Weihnachten. Annette hat ihren eigenen Lebkuchen rausgebracht und verkauft den auch hier auf dem Weihnachtsmarkt mit ihrer Mama. Das sind die Lebkuchen. Genau, das sind die Lähnchen. Ich wollte gerade sagen, wie kommt auf den Namen Lähnchen? Wegen Madeleine oder? Nein, aber wir hatten tatsächlich eine Helene und das war die Uroma, von der kommt das Rezept. Meine Mutter war diejenige, die dann tatsächlich das Rezept noch ein bisschen verfeinert hat und ein bisschen rumgetüftelt hat und seit ein paar Jahren verkaufen wir den auch. Wie soll ich es dir sagen, Annette? Ich hatte mich ja auf eine richtig große Schlemmertour mit dir gefreut, aber die wird jetzt nicht ganz so groß wie angekündigt. Ich habe extra kein Mittag gegessen, Mensch. Also die Redaktion hat uns 15 Euro pro Person gegeben. Das ist nicht viel, aber wir wollen halt mal gucken, wie weit man mit 15 Euro kommt. Okay, womit fangen wir an? Worauf hast du Lust? Vielleicht was Süßes zuerst. Also hier hätten wir schon mal die Backstube und die Schmalzkuchen. Oder wir fangen mit dem Glühwein an, weil wir haben nicht so viel Geld und wir müssen wahrscheinlich Pfand bezahlen. Das ist gut. Glühwein anfangen ist, glaube ich, immer gut auch. Okay, also das sind deine 15 Euro. Das ist echt diese Taschengeld. Das ist echt so, ne? Und ich habe auch noch 15 Euro. Okay, dann mal los. Hi. Der Rathauspunsch, so heißt der Glühwein hier, kostet nicht mehr als früher. 3,50 plus 5 Euro Glaspfand. Da geht direkt einiges weg. Prost! Prost! Ach, guck mal, ich glaube, da gibt's Würstchen. 6,50 Euro. Boah, was? 6,50 Euro? Haben wir noch so viel? Yep, das Geld reicht noch. Aber nach einem halben Meter Bratwurst ist von meinem Budget erstmal nichts mehr über. Mmh. Oh, geil. Das ist Weihnachtsmarkt für mich. Oh, halt. Zurück bitte. Gut, dass wir noch das Glaspfand zurückkriegen. Damit habe ich wieder 5 Euro und Annette 11,50 Euro. Und dann riecht es hier plötzlich so lecker. Nur Grünkohl 7 Tacken mit Wurst 8,50. Wollt ihr handeln oder? Ja, wir wollen handeln. Mach mal 4 Euro, ist okay. Gib mir 4,50 ist okay. Annette handelt eine Kinderportion raus und gibt noch Trinkgeld. Wie viel Geld gebt ihr eigentlich so durchschnittlich auf dem Weihnachtsmarkt aus? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, ob ihr auch mit 15 Euro durchkommt. Ich habe noch 5. Wie viel hast du noch? Warte. Also 5 und noch 1. Ach, guck mal, die Fotobude. Fotobude? Ja. Fotobude. Komm, ich schmeiß eine Runde. Das ist ein perplexer Blick. Hallo. Wir sind jetzt seit anderthalb Stunden unterwegs. Höchste Zeit für Nachtisch. Wir kratzen unsere letzten Euro zusammen und kaufen noch eine Tüte Schmalzgebäck. Für unsere 2x15 Euro haben wir ziemlich viel bekommen. 2 Glühweine, 2 herzhafte Essen, eine Fotoerinnerung und was Süßes. Abschließend dein Fazit, wie fandst du die Preise?
Ich fand die Preise eigentlich ganz okay. Wenn wir jetzt noch länger geblieben wären, hätte ich jetzt vielleicht sagen. Ja, geworden, einfach mit den 15 Euro. Ja, auf jeden Fall. Aber so jetzt war es erstmal echt in Ordnung. Fand ich auch. Kassensturz? Ja. Was hast du noch über? Nichts mehr. Ich kann nichts auf den Tisch legen. Richtig ausgenommen. Ja. Ich hatte noch 3,50 Euro. Das passt ganz gut, weil ich hatte da ja noch was vor. Ich liebe ja dieses ganze Weihnachtsbling-Bling, ne? Aber noch besser, als selbst gekauft, ist selbst gemacht. Und dafür bin ich nach Derenburg gefahren, in die Glasmanufaktur Harzkristall. Hier werde ich gleich eine eigene Glaskugel blasen, aber erstmal machen wir spontan bei einer Führung mit. Die Touren starten immer zur vollen Stunde, Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 4. Also die Führung ist schon cool, ne? Viel mit Licht, mit Sounds und so weiter. Und die Gläser, die hatten meine Großeltern früher auch. Und dann können wir sogar dabei zusehen, wie das Glas bei 1300 Grad geschmolzen und wie flüssiger Honig weiterverarbeitet wird. Es geht los, Sie dürfen sich so einen Kolben hier mal entnehmen. Schutzbrille auf, Feuer an. Für 8 Euro kann man unter Anleitung einen Glasrohling selber erhitzen und zu einer Kugel blasen. Ist das heiß? Das ist sehr unangenehm. Gehen Sie mal ganz entspannt. Nicht zu wackeln vielleicht? Ich kriege auch ein bisschen schwitzige Hände, ehrlich gesagt, dabei. Das ist aber völlig normal. Sie brauchen wegen mir nicht aufgeregt sein. Keine Sorge. So, oh Gott, nicht erschrecken. Nicht immer das Laute machen. Drehen, drehen, drehen. Und versuchen Sie mal ein bisschen reinzublasen. Schön langsam, langsam, langsam. Sehr gut. Sehr gut. Das ist jetzt eine ganz spezielle Weihnachtskugel, würde ich sagen. Aber Sie haben es nicht zum Platzen gebracht. Aber krass, und die ist immerhin, es ist eine Kugel. Ja, also es ist eine ganz spezielle Kugel, würde ich sagen. Ich versuche es übrigens noch zweimal, aber statt Kugeln kriege ich immer nur unförmige Glühbirnen hin. An die machen wir noch Aufhänger dran. Fertig. So, tada! So richtig weihnachtlich sehen die irgendwie noch nicht aus, oder? Da geht noch mehr. Ich bin verabredet mit einem richtigen Basteltalent. Hallo! Nettie liebt es, Deko selber zu machen. Und schaut doch mal, bei ihr zu Hause sieht's aus wie im Katalog. Ihre Bastelleidenschaft verfolgen mehr als 5000 Menschen auf Instagram. Ich war in Derenburg und ich habe meine eigenen Kugeln geblasen, obwohl Kugeln, muss man sagen, ist jetzt eher eine etwas beschönigende Formulierung. Es ist zum Beispiel eher eine Birne geworden. Schau mal. Ich finde sie total schön. Echt? Ja. Warte, eine gibt es noch. Guck mal, die hier. Auch total gut. Also ich finde, man kann aus jeder was Tolles machen. Wir hängen die Kugel jetzt einfach an so einen Ast. Das ist cool aus. Ja, das, ja. Da muss man immer mal die Augen nach so Treibholz aufhalten. Ich nehme immer sowas mit, wenn ich sowas sehe. Und das hat nicht nur Erinnerungswert, das ist einfach auch nützlich, genau. Und kostet nichts. Kostet nichts, auch das, genau. Nettie bastelt gern mit Naturmaterialien wie Tannenzapfen oder Moos. Wo hast du das Moos her? Also Moos darf man auf keinen Fall im Wald mitnehmen. Okay. Für alle, die es versuchen, nein. Der Blumenladen des Vertrauens ist da der gute Ansprechpartner. Und genau, das kauft man einfach im Blumenladen. Was kostet das? Ich habe für, also kleine Mengen, ungefähr 4 Euro. Ich habe jetzt für im Blumenladen richtig 8 Euro bezahlt für ordentlich Material. Ne? Also das ist erschwinglich. Also zumindest begeben wir uns nicht in die Illegalität in dem Fall. Hatte ich aber auch nicht gedacht. Ich dachte, das könnte man ja schön vom Waldspaziergang mitnehmen, aber dann lieber nicht. Nicht erlaubt. Ein großes Glas und ein paar kleine Details. Diesen Hingucker hier kann man ganz leicht nachmachen. Ja. Ist das nicht schön? Ja. Ah, perfekt, guck mal. Hier so drum oder oben um das ganze Stich geworden? Hast du so ein Zickzack-Bett gemacht? Ja. Schön. Das ist unser Weihnachtsglas.
ein bisschen grobkörniges Salz drüber schneiden und fertig. Zeit für noch ein bisschen mehr Grün zu Hause und Tipp Nummer 3. Nach dem Weihnachtsmarkt in Wernigerode und der Glashütte in Derenburg geht es jetzt weiter in den Vorharz nach Ballenstedt auf eine Weihnachtsbaumplantage. Der perfekte Weihnachtsbaum, der steht kerzengerade, der nadelt nicht und der versprüht zu Hause natürlich den Duft eines ganzen Nadelwaldes. Jetzt kann man das Ding natürlich auf dem Baumarktparkplatz seines Vertrauens kaufen oder man kommt hierher nach Ballenstedt und schlägt das Ding selber. Hallo! Hallo! Wir mussten sie erstmal finden hier draußen im Wald. Ja, wir sind hier ein bisschen versteckt, aber umso schöner und die meisten Bäume wachsen nun mal im Wald. Es ist noch nicht so viel los hier, ne? Ja, wir haben es jetzt kurz vorm ersten Advent. Unsere Spitze ist der dritte Advent, da kommen die meisten Leute. Umso frischer der Baum ist, umso länger kann er in der warmen Stube stehen und fängt nicht so schnell an zu nadeln. Wenn ich jetzt aber heute einen Weihnachtsbaum schlage und mitnehme, hält er überhaupt durch bis Weihnachten? Ja, gar kein Problem. Solange er ihn irgendwo kühl draußen auf dem Balkon in der Garage stehen lässt, also wenn er warm steht, dann hat er 3, 4, 5 Wochen, bevor er quasi durch ist. Ja. Wie funktioniert das hier bei Ihnen? Sie kommen her und suchen sich den schönsten Baum aus und dann sägen Sie ihn um und nehmen ihn mit. Ja. Hier auf der Plantage hat man die Wahl zwischen Blaufichten. Oh, der piekst wirklich. Das ist ein bisschen wie ein kleiner Kaktus. Und Nordmantan. Was wird denn von den Kunden mehr nachgefragt, die Blaufichte oder die Nordmantanne? Nein, in der Regel nehmen die Leute eine Nordmantanne mit. Das ist der Klassiker 90. So, ne? Genau, ja. Der Klassiker. Also ich will mir auch, glaube ich, gerne eine aussuchen. Aber ich nicht eine, die so groß ist. Irgendeine kleine Tanne würde ich, glaube ich, mitnehmen. Oh, was halten Sie? Ja, da ist gerade der Baum, da liegt daneben. Das ist natürlich eine wunderschöne Tanne. Ja, die ist sehr schön. Prachtstück bist du. Wie lange ist die jetzt gewachsen, damit die so groß geworden ist? Die ist 2009 gepflanzt worden hier. Oh, krass. Also schon 14 Jahre gewachsen. Oh, da würde ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen kriegen, wenn ich die jetzt einfach abholze. Wenn die hier so lange gewachsen, so lange stand und dann nehme ich die mit nach Hause. Wir pflanzen ja wieder eine neue. Was kostet der? Muss ja hier ein bisschen das Budget im Blick behalten. Genau, der Meter etwa 20 bis 22 Euro. Okay, ich bin 1,80, der ist wahrscheinlich 1,90, sagen wir mal 2. Das heißt, der würde jetzt 38 Euro kosten. 38 Euro würde der kosten. Ist das eigentlich günstiger, wenn ich den selber schlage? Nein, das ist ja das Erlebnis. Ne? Ach so, ich dachte, ich mache doch jetzt gleich die ganze Arbeit. Wollen Sie selbst singen? Ich denke schon. Aber du kriegst ein schönes Zuhause, das verspreche ich dir. Oh. Oh. Da weiß man, was man getan hat. Das weiß man. Ein wunderschöner Baum. Der ist wirklich sehr schön. Und was mache ich jetzt, wo ich jetzt so hart dafür gearbeitet habe hier? Wie kann ich den jetzt hegen und pflegen, dass er bis Weihnachten durchhält? Lagern Sie ihn kühl, stellen Sie ihn ins Wasser. Mein Geheimtipp, ein Löffelchen Zucker mit ins Wasser. Ein Löffel Zucker mit ins Wasser? Für die Nährstoffe. Okay, das müssen wir noch einpacken, ne? Genau, wir tragen ihn nach vorne und dann rüber. Packen wir rein. Und dann darf ich den fragen? Ich möchte ihn tragen, glaube ich. Sie möchten ihn tragen? Ja, gerne. Na, das geht doch völlig klar. So, da haben wir ihn. Habt ihr eigentlich einen Weihnachtsbaum zu Hause? Aua, Nadel, piekst. Und wenn ja, wo kriegt ihr den her? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir den ins Auto kriegen, oder? Gerne. Darf ich ihn tragen? Sag ich jetzt nicht nein. Übrigens kann man hier in Ballenstedt nicht nur Bäume schlagen. Es gibt auch so eine Art Mini-Weihnachtsmarkt mit Glühwein und Lagerfeuer. Alle Infos, Adressen und Öffnungszeiten zu unseren Tipps findet ihr in der Videobeschreibung. Das heißt aber schon, die Adventszeit ist für Sie ja die arbeitsintensivste Zeit des Jahres eigentlich, ne? Ja, genau. Das heißt, Sie haben eigentlich gar nicht so viel vom Advent. Von einer besinnlichen Adventszeit habe ich nicht ganz so viel. Ich arbeite das ganze Jahr für Weihnachten. Und für mich ist das Schönste, am 24. vor meinem eigenen Weihnachtsbaum zu sitzen und mich in seiner Pracht zu freuen. Und froh, wenn das endlich Weihnachten ist.
Eine der schönsten Sachen für mich im Advent sind eigentlich die Lieder. Keine Jahreszeit hat so viele Lieder wie die Adventszeit und viele von denen kennt man seit seiner frühesten Kindheit. Ich habe früher auch im Chor gesungen und ich kriege immer noch Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich einen Chor höre. Und deswegen ist natürlich mein Hinreisentipp Nummer 4 ein Chorkonzert. Und das findet hier statt, in der Kaiserpfalz Goslar. Hier sind einige Kaiser ein- und ausgegangen und heute tritt in der altehrwürdigen Aula ein ganz besonderer Chor auf. Viele Preise hat er gewonnen, der Rundfunk-Jugendchor aus Wernigerode. Hallo! Oh Gott, so viele Menschen! Man hört euch bis runter. Es ist wunderschön. Es war nur die Generalprobe. Ich freue mich mega auf das Konzert. Jetzt haben ja nicht alle so fantastische Engelsstimmen wie ihr. Manche Leute können auch nicht so gut die Töne halten. Gibt es ein Weihnachtslied, das einfach ist, das wirklich jeder singen kann? Habt ihr irgendeinen Tipp? Tochter Zion. Tochter Zion? Oh Gott, ich hatte an sowas wie O du Fröhliche gedacht, ja, oder so. Ja, das tut ich auch. Hast du irgendeinen Tipp, was man mit seiner Family, die vielleicht nicht so musikalisch ist, an Heiligabend singen kann? Es ist ein Rosensprung, möglicherweise. Es ist ein Rosensprungen aus einer Wurzel zart. So, okay, jetzt möchte ich aber auch gerne noch mal alle Lieder hören, die ihr nicht mehr hören könnt. Was sind so die Weihnachtslieder, wo ihr sagt, oh nee, da geht innerlich bei mir das Licht aus? Es ist ein Rosensprung. Was? Das sollten wir doch gerade noch singen. Welches noch? Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Sehr nice. Ich find's großartig. Ich höre das ultra gern, als meiner Lieblingslieder. Übrigens, wenn ihr einen Weihnachtssong habt, den ihr absolut nicht mehr hören könnt, wo ihr immer sofort das Radio ausschaltet, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Dann kann ich so eine kleine Playlist machen vielleicht für euch. Noch eins, noch ein Radiosong, komm, hau noch mal einen raus hier. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. There is a present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby, all I want for Christmas is you. Und dann beginnt der Einlass. Der Chor tritt an den Adventswochenenden in verschiedenen Locations auf. Die Konzerte sind oft kostenlos und die Termine findet man auf der Homepage, die wir euch in der Videobeschreibung verlinken. Das war echt ein schönes Konzert, ne? Aber war schon viel Klassik, also viel so mit Halleluja und so. Ich habe so gedacht zwischendurch, auch jetzt so ein bisschen Mariah Carey, das wäre jetzt auch nicht schlecht. So, und jetzt wird es zum Abschluss nochmal richtig heimelig. Wir sind in Quedlinburg bei Advent in den Höfen. Hier öffnen jedes Jahr im Advent Privatleute ihre Hinterhöfe und dann gibt es da kleine Weihnachtsmärkte. Advent in den Höfen findet immer am 1., 2. und 3. Advent statt und in diesem Jahr machen 11 Höfe mit. Ist ja eine lange Schlange, ja, hier. Weil wir müssen ein bisschen regulieren. Also wir müssen. Wenn Sie möchten, dürfen Sie bitte eintreten. Jetzt ist MDR-Karte. Also, wir wollten uns aber nicht vordrängeln. Aber ist das normal, dass bei Ihnen so eine lange Schlange ist? Du musst die Schlange noch filmen. Film mal die Schlange. Film mal die Schlange. Familie Seiler hat hier eigentlich Ferienwohnung, aber im Advent wird ihr Hinterhof zum Weihnachtsmarkt und die ganze Familie packt mit an.
Also das ist jetzt hier der Familienstand Familie Seiler. Ja, ja. Ja, und Sie sind? Ich bin die Oma. Ich dachte, Sie sind die Schwester. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt hier drei Generationen versammelt. Ja, genau. Und wie funktioniert das so? Ich kann nicht klagen, ja. Ist ein bisschen stressig, aber das ist jedes Jahr. Aber es macht Spaß. Ja. Und gehört halt dazu, ja. Was wird denn am meisten nachgefragt? Worauf sind die Leute am schärfsten? Sojanka und Linsensuppe. Und wer kocht die Sojanka? Mein Mann, Ihr der Mann. Opa. Okay, was muss ich jetzt bestellen? Was hier der Renner? Ich möchte was zu trinken. Ein Glühwein. Ein Glühwein. Ein Glühwein? Oder ich habe gerade erst angefangen, aber ein kleinen Glühwein. 43. Und jetzt mit Schuss, ne? Nee, 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 nee. Ich muss noch arbeiten. Oder eine Bubblewaffe? Nee, einen kleinen Glühwein nehmen wir. Ein Glühwein? Im weißen oder im roten? Im weißen. Eintritt kostet das Ganze übrigens nicht und inzwischen kommen Touristen weit über den Harz hinaus. Deswegen ist die Stadt immer schon lange im Voraus ausgebucht. Haben Sie einen Tipp? Weil vielleicht guckt jetzt der eine oder andere gerade den Film und denkt sich, oh, nächstes Jahr Advent in den Höfen, da will ich eigentlich auch gerne mal hin. Wie früh muss ich ihn hier buchen, damit ich noch eine Unterkunft kriege? Also so zeitig, wie es geht. Wir haben jetzt schon Buchungen für nächsten Advent. Und ja, Januar, Februar, März ist so die beste Zeit. Dann bekommt man auf jeden Fall noch was. Wir stöbern weiter und entdecken noch einen anderen Hof. Das ist jetzt der Apothekenhof. Da erwarte ich mir jetzt das ein oder andere Wundermittel. Mit viel Liebe zum Detail haben die Mitarbeiter hier alles geschmückt. Sogar die alten Apothekermöbel wurden extra vom Dachboden geholt. Das ist ja jetzt hier ein Apothekenhof. Da habe ich mir jetzt hier schon die ein oder andere Medizin auch versprochen. Was gibt's denn hier? Alle Glühweinsorten rezeptfrei. Wir haben Bio-Aronia-Glühwein. Das ist natürlich für die Gesundheit. Da wird man 100 Jahre alt, wenn man das trinkt. Nicht ganz. Ich habe jetzt ehrlich gesagt 5 Tage Drehreise hinter mir. Ich leide auch an Erschöpfung inzwischen. Gibt es da irgendwas, was Sie mir verschreiben können? Da habe ich den Feenstaub. Und den Feenstaub, den gibt es für jemanden, der krank ist, der Glück braucht, der Gesundheit braucht. Der kriegt hier so einen kleinen Feenstaub. Das ist die Gesundheit, die wir direkt mitgeben. Also es geht mir direkt besser. Dankeschön. Ich würde sagen, ich glaube, das war mein Highlight der Reise. Das hat richtig Flair hier in Quedlinburg. Ist alles so schön ausgeleuchtet, dann das Fachwerk, diese kleinen, kuscheligen, privaten Ecken, in die man so reingucken kann. Ganz toll. Aber es war auch richtig voll. Also hier schieben sich wirklich Massen durch. Und wenn ihr gerne nochmal mit mir verreisen möchtet, dann schaut doch gerne mal unsere Sternenreise. Ich war hier im Harz unterwegs und habe die Sterne beobachtet. Das war wunderschön. Allerdings sollte man sich auf jeden Fall genug warme Klamotten mitnehmen.